Hallo und herzlich willkommen am heutigen Freitag, die letzte Folge für die Woche. Yay! Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem kleinen RP im Landwirtschaftssimulator 22 auf der nordfriesischen Marsch. Mit dabei ist unser Bauer Manni. Mahlzeit. Und der Bauer Ewald. Moin Moin. Wie ihr auf dem Kalender sehen könnt, wir haben jetzt den Monat Mai. Wir hatten ja Winterpause. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt gehabt, wenn wir alles schaffen, können wir jetzt schön im Winterurlaub gehen, beziehungsweise im Urlaub gehen. Das ist auch geschehen. In der Zwischenzeit wurde uns ein Kuhstall gebaut und ein Schafstall. Da zeige ich euch auch gleich. Wir mähen jetzt erstmal hier noch das kurze Stückchen Wiese. Der Ewald, der sammelt es direkt ein, damit wir dann auch genügend Gras haben für die Schafe. Ne, Ewald, sammelst du dann direkt ein, ne? Mach ich. Gut, kann sein, dass du das aber erst alles, was du eingesammelt hast, ins Multilager packen musst, weil der Manni ist unterwegs zum Tier... Viehhändler. Maschinenhandel und holt erstmal einen Viehanhänger ab. Hab ich schon hier hinten. Ah, okay, und dann fährt er zum Viehhändler und holt Lämpchen. Dann schauen wir uns die mal an, wenn die nachher drin sind. Und dann schauen wir mal. 13 Stück reichen? Ja, fährst du 2-3 Mal. Soll ich mir aussuchen, welche und wie und was? Nimm Lämpchen. Nimm keine Schafe, nimm Lämpchen. Okay, Chefin. Rechts ist ja der neue Kuhstall, genau. So. Ach, und unsere Silage ist fertig, ne, Leute? Müssen wir auch noch dran denken. Denke, wenn du einmal voll hast, gucken wir dann, ich weiß ja nicht, wie viel Liter dann du schon drin hast. Ewald? Hm? Ich weiß nicht, wie viel Liter du ja schon drin hast. Ach, der ist schon fast voll, ne? Ja, ich bin schon fast voll. Ja, dann... fahr nicht in unser Weizenfeld! Entschuldigung! Lämpchen? Lämmer, ja. Soll ich das jetzt in den Dings reinpacken? Ins Multisilo erstmal, ja. Also, Bitheimer Landschaf, meinst du das? Warte, ich muss dann erst zum Schafstall eben gucken. Sekunde. Alter 0 Monate, Tageszeit 5 Monate, geschlechtsreif 8 Monate. Ja, das sind die einzigen, die hier sind. Schnell rüber zum Schafstall, weil da müsste ich das ja eigentlich dran sehen können, ne? So, da haben wir Bentheimer Landschaf. Ja, die, ne? Die für 200 €. Ja, warte mal. Was ist denn, wenn wir direkt den Geschlechtsreif dann? Ach so. Ja, was ist denn, wenn du jetzt einmal eine Herde mit 13 für die 488 holst? Und ja. Dann zwei Stück von denen für 200. Zwei Fahrten mit 200 und eine Fahrt mit 488. Genau. Weil dann haben wir 13 Ausgewachsene, die sich auch schon vermehren können. Und dann hätten wir auf jeden Fall 26 Kälber,
oder Lämpchen, die wachsen können und dann eigentlich auch ganz gut, dass so steht. Und dann sehen wir ja, wie viel Futter wir brauchen. Dann ist das ja auch vom Verhältnis her besser. So, Ewald, hier ist jetzt die letzte Bahn. Ich fange jetzt gleich unten an. Aber was der alte Ladewagen doch noch sauber aufnehmen kann, ne? Und da sind die Schafe. Sind sie schon auf der Weide? Ja, dann kann der Ewald dort direkt jetzt gleich, wenn er den Ladewagen voll hat, dann direkt das Gras dahin bringen. Kann er machen. Manni, wartest du dann dahin? Wieso? Ja, nur so, ich komme jetzt. Ja, ich hole ihn kurz die andere Schafe noch. Dann komme ich wieder. Ich war jetzt gerade auf dem Weg schon. Ja, ich denke mal, Ewald will bestimmt wissen, wo die befüllt werden. Ich nehme an, vorne, wo die Tröge sind, ne? Ja. Ja. Richtig. Ja, Ewald, dann hast du ja das, ne, hast ja endlich deine eigenen Schafe, ne? Perfekt. Nee, du kümmerst dich nicht drum. Dann gibt's ja noch einen Popo. So, und die nächsten waren für 200. Nee, die 200 habe ich schon gemacht. Ach, die 200er hast du zwei Touren? Nee, erst eine, ne? Ja. Eine erst. Voll 200, zwei Touren, okay. Ah, okay. Ja, kannst von mir aus auch von beiden zwei Touren. Ist ja auch in Ordnung, weil ich sag mal so, ne, brauchen tun wir sie ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil ich habe gehört, hier soll bald eine Spinnerei aufmachen, beziehungsweise eine Weberei. Und dann können wir dann schön die Wolle hinverkaufen. Ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Huch, hoppala. Ist was ganz Schlimmes passiert. Was denn? Mir ist der Anhänger abgeflogen gerade. Ach, nee, nee, nee. Die Sicherung war nicht richtig drin. Money, money, money. Man wird auch älter. Das sagt der junge Küken immer. So, jetzt wollen wir aber hier. Mein. Und die nächsten. Jetzt kommen noch mal zwei. Das sieht aber so wenig aus. Warum ist das so wenig? Ich glaube 13 Stück kriegst du im Anhänger rein. Oder meinst ja, du, aber oder meinst nein, du ich meine jetzt. Auf der Weide sind so wenige. Ja, die verstecken sich. Da ist dem bestimmt hier von der Performance her nicht genug Platz oder so. Ich würde sagen, eine Tour mache ich jetzt noch, oder? Dann haben wir
4 Touren machst du. Zweimal für 200 und zweimal für 488. Genau. Dann haben wir 26, 52 Schafe. Ja. Und dann können wir mal gucken, wie viel Futter die brauchen, dass wir wissen, ne, ob sich das lohnt, wenn wir weiter aufstocken an Schafe oder ob wir das nicht hinbekommen. So. Ich bin jetzt hier auch gerade noch das Feld hier am Mähen. Ewald, einen Ladewagen voll hast du jetzt reingetan, ne? Schon oder schon zwei? Ne, ich muss noch. Ich muss jetzt gleich noch einen reintun. Wie viele hast du denn schon drin? Ein? Ein. Okay, dann packst du jetzt noch einen vollen rein. Kriegst du dann da noch mehr Gras raus aus dem Feld oder ist dann ein Ende? Ich hab da noch was liegen. Okay, dann kannst du das dann, was du da liegen hast, dann erstmal ins Lager packen bei uns. Ja. Das wäre super, weil dann können wir nämlich gucken, wie viel wir da rausbekommen. Und dann könntest du eigentlich zum Händler fahren, wenn das Feld fertig ist, und einen Wender holen. Ja. Damit wir hier hinten Heu in, machen können. Na, da passt aber noch was rein hier. Das ist jetzt der zweite. Ja, wir gucken jetzt gleich mal, wenn da zwei Stück drin sind, wie weit die, für wie viele Tage die fressen haben. Ja. Gucken wir gleich. Aber müsste ich ja eigentlich auch auf der App sehen hier. Schafe, ja. Wasser, wir brauchen Wasser, Leute. Wir müssen ganz dringend gleich ein Wasser. Ah, dort. Wir haben keinen. Sieht man nicht, wie viele man hat, von was man hat? Doch, siehst du, wenn du 39 auch... Schafe haben wir jetzt. Ja, dann sind drei Touren gewesen. Da musst du noch eine machen. So. Hm, was gekauft? Tankwagen, weil wir müssen Wasser gleich holen. Gleich, so schnell wie möglich, sonst sterben die. Ja. Deswegen machst du jetzt noch eine Fahrt, dann kannst du von mir aus, wenn du magst, in den Fendt weiterfahren. Nee. Ansonsten hänge ich hier ab und dann kannst du ja Mähwerk hier nehmen und dann weitermähen. Ne, ich höre schon den Gans, alles gut. Ne, denk da dran. Meine geht auch mit meinem Träger. Ja, dann denk aber daran, dass du nicht zu tief im Graben reinfährst, wenn du Wasser holst. Hm. So, das waren doch jetzt wieder die Tiere für 200, oder nicht? Ja, und gerade waren das die Tiere für 488. Achso. Hoffe ich. Da kann dann auch unser Futterhändler oder unser Tierhändler aber auch mal ein bisschen Rabatt geben, ey. Eigentlich. Aha. So. Aber unser Weizen macht sich wirklich gut, ne? So, ich lasse jetzt den Dings rein. Ins Lager erstmal, ja. Gut. Und
dann kannst du zum Händler und den Wender. Nein, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ach so. Ich muss noch mitgehen. Ist der Wagen unser oder ist es Miet? Also der Anhänger. Der Anhänger ist unser, weil wir müssen ja auch irgendwann die Milch wegbringen. Ich meine den Transporter. Ist unser. Für Viech. Ja, ist auch unser. Mach mal mäh. Mäh, doch selber. Gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Wir wissen jetzt alle, wer das Schaf ist. Das Schwarze. Mach wohl der Bock. Nein. Das schon eher. Das schwarze Schaf. So. Also ich bin jetzt hier auch, ich habe jetzt gleich hier auch genügend Heu liegen. Weiß ich nicht, wollt ihr jetzt oder wolltet ihr erst lieber den Schafstall einmal komplett voll machen mit Gras oder sagen wir lieber, ist egal. Weil ich habe jetzt gerade mal geguckt, da sind jetzt gerade erstmal 10% drin bei 32.000 Liter. Oder, oder wollen wir gucken, ob wir nach und nach dann jetzt auch so langsam dann Kühe bekommen? Aber ich glaube, die müssen wir bestellen. Da haben wir hinten, wenn du im Kuhstall reingehst, haben wir hinten ja die App liegen. Das Tablet liegen. Da müssen wir dann darüber bestellen, weil die sollen wir nicht über einen Tierhändler beziehen. Mhm. Ne, aber da können wir ja immer noch in Ruhe gucken. Mhm. Das würde ich auch sagen, da gucken wir dann nächste Woche irgendwann mal. Und hier vorne jetzt nicht gemäht hier, das kleine Stück. Nee, das habe ich jetzt nicht gemäht. Also hier brauchst du nicht einsammeln, weil hier machen wir Heu raus. Ja, gut. Du denkst, dass ich mit den Dingen so im Graben reinfahren kann und Wasser holen kann? Du sollst vorsichtig reinfahren, leicht schräg, dann müsste es eigentlich funktionieren. Und dann, musst du am Trecker, hast du doch die Taste R. Mhm. Da müsste er eigentlich dann automatisch ansaugen. Wenn der Anhänger im Wasser drin ist. So tief ist es ja gar nicht. Ich bin jetzt einmal kurz durchgefahren. Ja, aber ging oder? Ja, ja, ist der Anhänger ist gerade im Fahrzeug drin, im Wasser drin. Ja, und ist am Pumpen. Ist am Pumpen, ja, sehr schön. Ja, ich komme auch easy raus. Ja, super. Ach, Manni, ich hab's dir ja noch gar nicht erzählt, ne? Was denn? Wo ihr beide lange wieder Urlaub gemacht habt und ich hier mit den Bauarbeitern und alles dran war. Rate mal, wer da war. Weiß ich nicht. Der Landmaschinenmechaniker. Ja. Dein John Deere müsste funktionsfähig sein. Das hast du mir jetzt erst? Ja, ich hab mir gedacht, ich überrasche dich damit doch noch irgendwann ein bisschen. Muss ich ja gleich mal ausprobieren. Da bin ich immer gespannt. So, Ewald, du bist auf dem Weg zum Händler? Ja. Sehr schön. Dann kannst du direkt den. Das ist ein schön großer Wender. Ich habe mir gedacht, wenn ich dir jetzt schon einen großen Schwader besorge, dass wir dann sagen, du kriegst auch einen großen Wender. Ja, das ist schön. Oh, Wasser ist auch gleich drin. Ja, Wasser füllst du komplett direkt komplett auf oder bist du zum Schluss? Ja, ne. Denk da dran, hier vorne hast du auch direkt einen Graben, ne? Brauchst du nicht so weit wegfahren. Wie viel passt denn überhaupt hier rein?
Ja. Habt ihr mal geguckt? Oh Gott! Das ist eine Menge, das, ne? Ja! Ja, da machst du zwei oder drei LKW-Anhänger voll und dann ist das gut, erstmal. Ja, bevor ich jetzt weitermache, will ich gucken, ob mein John Deere funktioniert. Ich wusste schon, warum ich es noch nicht gesagt hatte. Muss ja auch getestet werden, ob die was falsch gemacht haben. Was sollen die denn verkehrt gemacht haben? Schlüssel sind drin? Ja, Schlüssel sind drin, ja. Ich versuche das Ding jetzt mal anzumachen. Es funktioniert. Es funktioniert. Ja, ist doch super. Dann hast du doch einen Schlepper. Ui. Schön. Einwandfrei. Wo ist ein Graben? Hier vorne, wenn wir jetzt hier kommen, hier hinten rum, wo wir gerade am Mähen sind. Ach, da. Und dann nachher von dir aus gesehen linke Seite. Hier links. Ja. Wenn man damit nicht fahren kann, nehme ich ihn wieder weg. Bitte? Wenn du damit nicht fahren kannst, nehme ich ihn dir wieder weg. Ich muss jetzt erstmal mich, ne, reinfuchsen. Das ist ein größeres Ding. Hier hinten. Ja. Ah, da. Trecker will John Deere Trecker abgeben, ne? Der anderen. Ja, dann kann der eigentlich zum Händler, ne? Ja. Ne, nicht zum Händler, zum Tierbedarf. Ach so, ja, genau, stimmt. Können wir den da hinten wieder hinstellen und dann soll er uns da mal Bescheid sagen, was er noch kriegt dafür. Weil war ja jetzt doch ein bisschen länger als gedacht, ne? Oh, ist das schön. Das Ding ist schön. Ewald, hatten wir nicht einen großen Schwader? Steht der nicht da unter Halle, den Grün? Der Grüne? Das ist aber ein kleiner. Wir hatten einen größeren, meine ich. Oder hatten wir dir den nur ausgeliehen, dass du den mal testen konntest? Ich glaube. Nee, wir haben den ausgeliehen, ne? Ja, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich nehme mal unseren Grün und frage mal dem Händler, was wir dafür noch kriegen. Also ich habe einen großen Trecker, einen eigenen und ihr so. So. Schau mal nicht, ob ich. Ne? Bitte? Nix. Also dafür kriegen wir noch 14.000 nachkommen. Weg damit. So. Kaufen wir mal einen neuen hier. Na, wo war dann denn da? Ein Schwader. So, Ewald. Haben wir hier aber definitiv. Dein Mikrofon. Bisschen weiter weg. So, also wir haben jetzt auch. Also. Wir besitzen jetzt auch einen eigenen Schwader, Leute. Ja, wunderbar. Und auch einen in der Arbeitsgrößenverhältnis passend zu deinem Wender. Andere Frage, können die kleinen Trecker überhaupt den ziehen? Ja, der Fendt hier, der schafft das. Okay. Also man John Deere auf jeden Fall auch. Ja. So, es ist 24.000 Liter. Reicht das erstmal? Ja, das reicht erstmal. Aber gut, dass du das angesprochen hast. 24.000 Liter. Wir haben auch Minute 24. Wir bedanken uns wieder recht herzlich fürs Einschalten in unseren kleinen Let's RP
auf der nordfriesischen Marsch. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei sein würdet, uns einen Daumen nach oben da lassen würdet. Mit dabei war unser Bauer Manni. Ja, ciao. Und unser Bauer Ewald. Bye bye. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Liken nicht vergessen. Abo nicht vergessen. Kommentare schreiben. Haut in die Tasten. Bis dorthin. Ciao.